Gut, aber das müsste ich mir vielleicht mal in einer ruhigen Minute wirklich mal angucken, was das da alles ist. Wir können ja eigentlich... Also, warte mal. Wir haben Restore Magicka. Oder wir haben Potions. Wo sind denn die Potions? Potion of Water Breathing. Potion of Dispel. Dispel 10%. Water Breathing 15 Sekunden. Detect Enchantments. Cure Poison. Cure Paralyze. Cure Common Disease. Paralyze und Cure Poison. Würde ich denn... Ach, das sind die Dinger, die ich mir selber gemixt habe, oder? Oder nicht? Jetzt müsste ich ja eh nochmal gucken, wie ich das genau nochmal mache. Wie gesagt, ich bin ja gerade ein bisschen raus. Ich müsste mich da in alles nochmal einarbeiten. Wir hätten hier Quality Disease. Also diesen ganzen Schund mache ich ja eigentlich gar nicht. So, machen wir das mal so und dann sagt man hier, bitteschön. Ja, gerne. So, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit meinem Gewicht? Es sieht schon besser aus, aber es ist immer noch nicht gut. Okay, hier hätten wir... Is there something I can do for you? Gerade nicht so. Dann würde ich gerne mal ein Stockwerk tiefer gehen. Oder zwei. I'm listening, please. Yes, Outlander. What do you want? Yes, Outlander. What do you want? Ich will vorbei. Oh Mann. Is there something I can do for you? So, da ist eine Holztür. Achso. Das war die Ecke. Okay. Upper Wasteworks. Was haben wir hier? Black Shulk Corner Club. Okay, da will ich eigentlich auch gerade nicht hin. Wie gesagt, ich bin gerade echt ein bisschen raus, was Morrowind angeht. Und Morrowind, Morrowindine. Verzauberer, den brauche ich eigentlich gerade nicht. Und das ist... Ja. Yes, Outlander, what do you want? Nichts, du bist mir einfach nur im Weg. So, wir gehen wieder hoch. Und dann würde ich nämlich wieder nach außen gehen und dann gehen wir nämlich noch einen nach oben. Und so ein Riesengebäude, dafür, dass wir da so gut wie nichts unterbringen können, ist schon ein bisschen lächerlich. So. Was haben wir hier? Die Magiergilde. Den Schmied. Oh, den Schmied. Dann kann ich ja Waffen... Wir können mal da reingehen. Go ahead, Outlander. What do you need? So. Okay, und dann würde ich mal wissen, make amends. Oh yes, there was some trouble with you and the member of the guild. You might want to speak with the Archmage Trebonius in Vivek. Trebonius gave you some duties. Last year he asked me to dig a tunnel to the mainland. So the Talvani couldn't interfere with Imperial trade. I just tell him it's progressing according to schedule. Goodbye. Okay, so, Taboni. I suppose I have a moment. What is it? Nichts. Ich suche Taboni. How can I help you? Trebonius.
Greetings, Bandit. I'm Archmage Tribonius, Guildmaster of Vivek. Make amends. It has been a few days since your unfortunate behavior began, but I still believe you will soon be a member in good standing once more, perhaps in another week. Okay, also ich muss einfach nur... Go ahead, Outlander. Ich muss einfach nur warten. Okay, dann würde ich doch mal zu Smitty gehen, also zum Schmied. Strange. Ja, finde ich auch, deswegen gehe ich lieber wieder. Okay. Do you want something? Okay, dann gehe ich lieber wieder. Do you want something? Okay, wir müssen also wieder runter, dann müssen wir auf der anderen Seite wieder... Ah, welcome. What may I do for you? Hoch, und dann müssen wir da rüber. Do you need yes, something? What do you want? Und dann gehen wir mal raus, und dann würde ich zum Schmiede gehen. Anytime, friend. Three gods, one true faith. Citizen. Go about your business, but I'm watching you. Goodbye. Okay, ich würde ganz gerne mal mit dir reden. Wir können mal ein paar Dinge reparieren. Ja, das können wir machen. Das Katana können wir reparieren. Das können wir reparieren. Das können wir reparieren. Das da. Ich würde einfach mal alles machen. Das ist ja alles gerade relativ easy peasy. Wir haben ja ein bisschen was an Geld. Welcome to my shop. It's good to see paying customers. Oh, there's plenty of these days in Vivek. I mean, Raylan Tilver is my nearest competitor. And he's just a block away. And oh, the business he does. I'm certain he's doing something shady. But I don't know what it is yet. It just get all the big orders. Well, just recently I heard that he got an order for 20 different swords and at least 8 full suits of armor. I don't sell that in a month. I'd really like to get that contract for myself. Sure, I'd like that contract. How would you like to help me out, friend? If you could steal that contract from Raylan Tilver, he wouldn't be able to fill the order properly. Then, when his customer shows up to collect, I'll be ready with the proper order. Kann ich goodbye sagen? Kann ich sagen barter? Okay. Und dann würde ich hier zu Weapon gehen und dann würde ich sagen Iron Arrow. Arrow. So, wie viel Geld hatten der? 2000. So, Shock Damage. 3 bis 7 Points. Wo ist mein Fiend Katana? Mein Lieblingsschwert. Das ist ja ganz oben. Ja, genau. So, Bound Longsword. 3 Point. Okay. Wie viel Schaden macht denn das eigentlich? Chop 3 bis 20, Slash 1 bis 18, Thrust 1 bis 6. Okay, Chop 4 bis 5. Definitiv nicht. So, das wiegt ja eigentlich nur. Sehe ich das richtig? Ja, würde ich richtig sehen. So, 15. Er gibt mir 10. Das ist schon mal gut. Okay, Demon Longbow. Da habe ich 2 von. Da würde ich aber... Einen würde ich ja behalten wollen. Weil ich bin ja Archer. Oh, Value. Oh, das hat er aber nicht. 11.000. Nee, keine Chance. So, das da. Dyer's. Ja, 5 bis 10.
kannst du auch auf jeden Fall haben. So, wie viel waren das? 15 und das waren 65. Okay, da hatte ich ja 10 gekriegt und da habe ich dann auf jeden Fall 45 gekriegt. Das ist auch okay, damit kann ich leben. So, Demon Longbow, keine Chance. Und 200 Silver Flamethrower. Da würde ich ja auf 120 tippen. Dann wären wir bei 175. So, machen wir das mal, ne? 2 bis 14. 3 bis 20. 1 bis 20. Und 1 bis 6. 4 bis 18. Das ist vielleicht auch gar nicht so viel schlechter, muss ich sagen. Ja gut, das Choppen ist halt nicht ganz so toll. 200 gegen 9000. Es hält halt mehr aus. Na gut, komm, mach mal weg. Kann ich mit leben. Machen wir vielleicht 200 raus. Sagt er da, jupp. Gut, dann sag ich mal goodbye. Ah, shit. Okay. Das finde ich immer so ein bisschen schade, dass ich nicht vorher erst das Journal ein bisschen inspizieren kann. Excellent. I knew you were a person who understood a good deal when you heard one. He's probably got the contract locked up in his private quarters beneath his shop. But I don't think he's got it well guarded. Good luck. Okay. Das heißt, wer war es nochmal? Bla 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 bla. Journal has been updated. Ja, wir machen jetzt mal Journal. Tilvur. Okay, so, Tilvur. Dann schauen wir doch mal nach Tilvur. Was ist das hier? Mage's Guild. Das interessiert mich gerade nicht. Is there something I can do for you? Fighter's Guild. Tilvur. Mathsera. So, dann reden wir mal mit ihm. Kann ich Repair sagen? Nö, repaired habe ich schon alles. Dann sagen wir mal Goodbye. Und dann würde ich sagen, okay, das passt. Das heißt aber hier... Crate, Crate, Crate. Worn Chest. Okay. Das heißt, ich muss ein Stockwerk tiefer gehen. Und ein Stockwerk tiefer bedeutet... Hier. Ein Stockwerk tiefer bedeutet ja hier irgendwo. Okay, ich würde ganz gerne noch mal kurz gucken. Well, what brings you here, friend? Ja, alles ist gut. Ich wollte eigentlich mit ihm über den anderen Typen reden. Okay, da ist der Tilvur. Wenn der Tilvur aber da ist, dann würde das ja bedeuten... What do you think of our city, Outlander? Ich würde gerne mit dir ein bisschen reden. Oder handeln. Aber ich habe dir jetzt eigentlich gerade gar nichts mehr zum Verkauf. Deswegen würde ich das mal fast lassen. Und das ist gelockt. Aber er schaut mir halt zu. Okay. Dann würde ich dahin gehen. Und das geht einfach wirklich raus. Das
würde ja da oben hingehen. So. Und hier müsste es ja dann irgendwie nach oben gehen. Da ist ja wieder was. Da wäre einfach nur der Ausgang. Dann wäre das ja da unten. Yes, Outlander. What do you want? Ich will gar nichts von dir. Ich laufe hier nur rum. Du denkst, is there something you need? Foreign Quarter Upper Wastebury. Ja, das ist einfach nur die Treppe. Okay. Und das hier ist einfach nur der Corner Club. Okay. So, dann sollte ich vielleicht mal mit irgendwem über Tilvor reden. Kann ich mit dir über Tilvor reden? Good day, I'm Rarel Giral, Publican of the Black Shark Corner Club here in Vivek. We rent beds and I have a limited selection of goods for barter. If you're new here, I can also tell you where to look for other services, specific places and so on. Den wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte jetzt eigentlich nach Tilvor suchen. Aber es ist alles okay. Also ich muss wirklich durch die Schmiedetür durch. So, das heißt, das klappt nicht. To be doing all right for yourself. What can I do for you? So, dann würde ich ganz gerne mal ein Lockpick in die Hand nehmen. Zack. Und dann würde ich mich. Under sun and sky, Outlander, we greet you warmly. Genau, und dann würde ich mich hier ganz gerne mal hinsetzen. Gehst du mal weg? What was that? Wir können ja auch mal speichern und uns einfach ausprobieren. Was passiert, wenn... Okay, wir können einfach mal speichern und ausprobieren, was passiert. New Save Game. Locked Door. Vielleicht so. Vielleicht so. Nein, vielleicht so. Genau. Und dann probieren wir einfach mal aus, was passiert, wenn ich jetzt F sage. Your crime has been reported. Okay, und dann würde ich das mal kurz nehmen wollen. Contract for services, sorry. I, Felin Saranas, hereby agree to pay the sum of 10,000 drakes upon the delivery of the following item: iron short sword, iron claymore, iron mace, iron spear, steel axe, steel dagger,
All items are assumed to be delivered in new and working condition and to have been created at the forge of Reland Tilber Smith Vivek City. This contract is binding under imperial law and may only be rendered null and void by a mutual agreement of both parties here under signed. So, sagen wir hier mal closed. Und dann würde ich mal gerne mein Crime State sehen. Okay. Und dann würde ich ganz gerne sagen, wir nehmen es einfach mal mit. Also eigentlich habe ich ja keinen Bock auf diesen Job. Vielleicht mache ich den auch wieder rückgängig, ganz ehrlich. So good to see you. Dann sagen wir auf Wiedersehen. Also das durfte ich einfach, okay. Also durfte ich nicht einfach. What day is today? Anytime, friend. I'm right here. So. Okay. Und dann reden wir mal mit dir. Were you able to get a contract for me? You've gotten it? Wonderful. I hope you didn't have to go through too much trouble. As I promised, I have a reward for you. Take this. It's one of the better pieces I've crafted recently. Your journal has been updated. Weapons and armor contract has been removed from your inventory. Firebite War Axe has been added to your inventory. Okay, dann sagen wir hier mal goodbye. Sagen wir hier und dann würde ich mal die Fire War Axe. Firebite War Axe. Ist ja gerade mal für die Tonne, ey. Okay, komm. What is it, citizen? You violated the law, bandit. Since you turned yourself in voluntarily, I'll take that into consideration. Pay 4 gold to the court and surrender your stolen goods, or surrender your stolen goods and serve your sentence of hard. We pay the gold. I accept this golden payment of the fines and compensation ordered by the court, and now you're free to go. Goodbye. Wunderbar, also wir sind in wunderbarem Zustand. Okay, also ich glaube. I can't imagine eating one of those things. Also, ich habe wirklich was Falsches gemacht, muss ich sagen. Weil, so wie es aussieht, ist er hier der Ärmere von beiden. Und er hier der Reichere. Er hat eine riesige Goldtruhe und so weiter und so fort. Und... Tut mir echt leid. Seek information, Redguard. Ja. Ich würde dir ganz gerne... Ich würde ganz gerne mit dir handeln. Und ich würde dir ganz gerne diese Axt hier verkaufen. Und so viel musst du mir dafür nicht geben. Aber ich nehm's. So. Also wie gesagt, das war kein guter Zug von mir eigentlich. Es tut mir leid. Deswegen würde ich gern hier nochmal mit dir handeln. Und ich würde dir das einfach gerne... warte mal. Ach komm. Warte mal, kann ich Minus sagen? Hm, komisch. Kann ich ihm Gold geben? Das würde mich echt mal interessieren.
Okay. So, ohne weiteres geht es also nicht. Okay, wir würden wieder rausgehen und dann würde ich mal versuchen, die exquisiten Dinger hier an irgendwen zu verkaufen. Da ist die Kämpfergilde. Was ist denn das für ein Typ? Take this, friend. I think everyone should read this leaflet. It has important information on it. Your journal has been updated. A leaflet has been added to your inventory. So, dann würde ich erstmal hier im Journal lesen. So, ich würde mal Prep sagen. Alucaron has heard that Tilwood has recently received a contract for a large weapons shipment. He would like me to steal his contract, with the hopes that Tilwood will be unable to fulfill his order. In the meantime, Alucaron will be prepared to fulfill the order on time. I've agreed to steal the contract from Tilwood's shop. Alucaron figures he has it locked away in his private quarters, but does not believe it will be well guarded. I return to Alucaron's shop with the contract he asked me to steal from him. He was happy with my performance and has rewarded me with an axe he has crafted. While in Vivec, a man approached me and handed me a leaflet. He told me it contained important information about a local merchant. Okay. You seem to be doing all right for yourself. What can I do for you? Dann lass mich das doch mal lesen. Wo ist denn dieses Leaflet? Da-da-da. A leaflet. Pom. Beware. Have no dealings with Aurain. Fairness. She is known to be both underhanded and unethical in her dealings. The materials she uses are both shoddy and dangerous. You could come to great harm from her products. Her shop should be avoided at all costs. See these testimonials. I took potion and got sick. Lost good lunch. Her materials looked old and stale, not good for alchemical use. She should be disemboweled and fed to Nyx hounds. Okay. Good. Dann würde ich nochmal mit ihm quatschen. Quatschen. It has important information in it. Something must be done. Okay. Dann würde ich ganz gerne zu wem gehen? Zu Aurain Furnace. Mit der würde ich gerne darüber reden. Mate. Is there something you need? Do you need something? Nein. Wahrscheinlich ein Stockwerk tiefer, irgendeine, die halt. Ja. What do you think of our city? Ich denke, es ist nicht in der Magiergilde, sondern ich denke, das ist wirklich ein Händler. Ein Stockwerk tiefer. In den Quartieren. So, dann würde ich da mal hinflitzen. So, und du bist wer? Weißer. Redisa. Ah, greetings. What shall we talk about? So, ich könnte mit dir reden über. Nein. Kann ich mit dir reden über? Die Arena, nein. I heard something. Where's that slave? Here not long ago. Da auf jeden Fall auch nicht. Ja, ist ja gut. Go ahead, Outlander. Tavern girl, what do you need? There's someone watching. How can I tell her? I can tell. Not even. Nein, da wollte ich nicht. Please. Yes, Outlander. What do you want? Ich will, dass sie mir. Submit to the three. The spirits and thy lords.
Ich will, dass ihr mir aus dem Weg geht. Ich suche nämlich diese Aureen Furness, oder wie die heißt. Aureen Furness. Wee, wee, wee. Okay, das sind die Foreign Quarters. Nein, hier ist nichts. What do you think of our city? I suppose I have a moment. May I help you? Ja, so, ich würde ganz gerne mit dir reden. Leaflet. Leaflet? What's this? This is ridiculous. It's all lies. Why? Someone must pay for this. Tell you what, Bennett. If you can't find out who is behind this slander, I'll reward you well. Ask whoever gave you this leaflet what's going on. This is an outrage. 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 So, also, was machen wir jetzt? Wir schnappen uns das Journal. Was machen wir für Blödsinn? I have spoken to Aureen Furness. The apothecary. Wie auch immer man das ausspricht. Mentioned in the leaflet I was given. She was furious about the slanderous comments contained, and offered me a reward if I could find out who was behind the misinformation. Okay, wir düsen also jetzt hier von weitem. Von dannen. Oh, rare books. Da sollte ich vielleicht What auch noch reingehen. What words do you have for me, citizen? None. Hello. Blessed we are. Hello. This is an honor for me. Hello again, Bennett. I trust I find you well. Is there anything else you'd like to ask about? Yes, ich würde gerne mit dir handeln. Und zwar würde ich ganz gerne ein paar Bücher loswerden. Kagrenax Journal würde ich eigentlich nicht. Fey Falcon. Weiß ich auch nicht. Scuttle. Wo waren denn die? Spirit of. I don't buy this item. Nein. Wieso kaufst du keine Bücher? Goodbye. Go on about your business. Ja, du bist im Weg. Mixed Unit Tactics. Okay. Next, 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 close. Move along. Ja, ich versuche es. Du bist mir im Weg. Boah, ist das nervig. Ist das extrem nervig. Ich wollte einfach nur meine Bücher verkaufen. Die Lieder von Vivek. Die geänderten. Ja, komm. Hau ab. What words do you have for me, citizen? Keine. So. Ich würde gerne mit dir handeln. Genau. Und dann würde ich gerne zu dir hier dieses Buch. Das würde ich aber für 70 verkaufen wollen. Kekranax Journal. Das würde ich gerne behalten wollen. Die Ursprünge der Magiergilde. Kannst du von mir aus auch haben. Der Plan, um Dagoth Ur zu besiegen. Das wäre für ein Gold. Okay. Aber ich meine, die sind echt rar. Nachricht von Dagoth Ur. Kekranak Tools. Fey Falcon. 300. 150.
Das wären dann aber hier 200 gewesen. Ich hadere noch so ein bisschen, weil ich die eigentlich vorher lesen wollen würde, glaube ich. Auf der anderen Seite braucht es nur Gewicht. So. Dann würde man 90 sagen. Wunderbar. Und dann sage ich Friend. Auf Wiedersehen. Und dann hauen wir hier auch wieder ab. Oh. You have our attention, Redguard Tidings. Wunderbar. So, da sind manche Leute einfach wirklich im Weg. Und dann würde ich gerne nach oben düsen. Und nach hier nach oben düsen. Und hier wieder rausdüsen. Und dann geht's hier wieder raus und dann geht's hier wieder hoch. So, und dann können wir... Wo bist du? Wo warst denn du? Ach, auf der anderen Seite warst du. Da warst du. What day is today? To the three. The Molen. Spirits and thy lords. Leaflet. What about it? Sag mir, wo diese Dinger her sind. Goodbye. By the three, my rights and duties. Leaflet? Okay, hey, nee. Ah, warte mal. Warte mal. Persuasion. Sagen wir mal, Admire. Okay, das war jetzt völlig Banane, was ich da gerade getan habe. So. Dann würde ich gerne nochmal wissen. Persuasion. 100 Gold. Das ist angemessen. Okay. Vielleicht ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, genau, das glaube ich nämlich. Kannst du mir jetzt sagen? Nein. Dann probieren wir mal, was passiert, wenn ich das hier sag. Hör mal, mein Freund. Die Zeiten waren hart für mich und meinesgleichen. So, when Belan offered me some gold to hand this out for her, I jumped at the chance. Gotta make ends meet, you know? Belan makes the leaflets. I just distribute them. Right, Galuro Belan. She is apothecary over there in Telvani's section. I don't think her business is doing as well right too well right now. Okay. Journal has been updated. Okay, da habe ich jetzt Geld in den Typ gepumpt, obwohl es nicht nötig war. I spoke to Dumaelan, the Red Guard man, who was handing out the leaflets. He told me that he was hired by bla bla bla. Okay, wir düsen wieder runter und sagen, dass... jener einer Dame. Der Apokatheterin. Genau, der Apokatheterin. Die war ja... War die hier unten? Ja, die war hier unten. Komm, die war hier unten. So, dann wäre das ja... Is there something you need? Da gewesen, genau. Tidings and good wishes to you, friend.
So. Galur Balan, that fetcher. I can't believe she'd do this to me. I'm reporting this to the magistrate. This is ridiculous. Thank you for your help. Here's your payment. As promised, your journal has been updated. 100 gold has been added to your inventory. 100 gold. Dafür, dass ich keine Ahnung, wie viel investiert habe. 1200. Soweit ich weiß. Okay, dann sagen wir hier mal goodbye. 1300 wahrscheinlich sogar. Und haben. Orain Frerenis was glad to know who was responsible for the false claims that were being made about her. She rewarded me with 100 drakes. Vor allem Telvanni, das ist ja von Vivek eigentlich recht weit weg. Wenn ich das richtig weiß. Okay, also wir sind ja in Vivek gerade. Vivek. Und wo ist Telvanni? Ich weiß es halt leider nicht mehr. Als ob die Leute von hier nach, von Telvanni nach da drüben gehen oder von hier nach Telvanni gehen würden. Das ist ja einfach der Witz. Ich gehe doch zum nächsten Apotheker und nicht zum, zu einer Weltreise für den Apotheker. Also das ist echt Telasco. So. Wo ich aber auf jeden Fall wieder hin wollte, war ja Molagmar. Und da waren ja hier hinten irgendwo so Mini-Dinger. Und da wollte ich ja ein bisschen weiter suchen. Da wollte ich auch die Skelette platt machen. Und ich wollte auf jeden Fall auch noch, was haben wir denn hier? Einen Alchemisten. Ich hatte ja noch irgendeinen exquisiten Ring. So, der kann weg. Three blessings, Sarah. Ja, ja. Ja, ja. What can I do for you, friend? In diesem Falle gerade gar nichts. So, ich würde ganz gerne Three blessings, Sarah. Hauen, und zwar hier raus. Verzauberer. Da will ich aber gerade gar nicht hin. Viel lieber würde ich jetzt hier mal rausgehen wollen. Und wir könnten eigentlich mal, oder ich könnte mal gucken, ob ich noch irgendwelche Aufgaben offen habe. Ich könnte aber allerdings auch gleich wieder zu dem Schiff zurück, weil wir ja noch in diese Mine waren. Oder in der Mine waren, wo ich mich einfach mal ein bisschen umgucken wollte. Und ich wollte eigentlich noch ein Nickerchen machen, fällt mir da gerade ein. So, dann war mal hier und da hinten war ja das Schiff, wenn ich das richtig weiß. War doch hier, ne? Ja, genau. Und von da aus müsste ich ja jetzt nach Molagmar kommen. So, Travel nach... Warte mal. Also Molagmar, Tel Branora ist da. Molagmar war hier. Ne, ich wollte nach Molagmar. Ich war ja hier hinten irgendwo. Genau. So, dann würde ich wirklich gerne mal nach Molagmar reisen. So. Und von Molagmar wollten wir ja wieder die Küste lang. Und da gab es ja diese lustige Höhle mit diesen ganzen vielen Geistern.
die ich ein bisschen ausnehmen wollte. So, und wir könnten eigentlich eine Runde schlafen. Wenn ich das so gerade sehe. So. Kann man eigentlich echt mal machen. So, und dann würde ich mal da lang gehen. Ah. Vielleicht sollte ich auch mein Schwert wieder anlegen. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. So, nehmen wir alles mit. Und bei Gelegenheit könnten wir eigentlich auch mal wieder wo war die jetzt eigentlich? Da unten war es doch. Genau, das heißt, ich müsste da an dem Ding lang, hier ums Eck rum oder hier einfach geradeaus weiter. Das heißt, ich muss schon wieder an diesem Skelett vorbei. Na gut. Dann nehmen wir aber diesmal dein Zeug mit, ne? Weil so billig ist es ja auch nicht. Also alles mitnehmen. Was sagt mein Inventar? Mein Inventar ist happy. So. Da hinten? Nö, da hinten ist okay. Dann würde ich da lang laufen. Da sind die Nixhounds, an denen schrammen wir mal knapp vorbei. Da ist wieder Krabbe. Da ist wieder der Quallenkopf. Den lassen wir mal in Ruhe. So. Dann gehen wir da unten mal lang. Ich bin ja da oben lang. Aber da will ich jetzt nicht. Wir gehen dann da mal da lang. Also das letzte Mal bin ich hier irgendwie hochgekommen. Diesmal klappt es irgendwie weniger. Okay, klappt wieder. Okay, wir nehmen wieder alles mit. Packen wir wieder ein. Und hier unten sind wir. Ach komm, rutsch mir doch einen Buckel runter. Hier unten sind wir irgendwie weitergerannt. Und dann kam ja da, also wir sind eigentlich oben lang. Aber hier hinten war das ja irgendwo. Da war's. Genau, weil da drüben war die andere und dann war's hier. Hier ist noch die tote Krabbe, genau. Und dann sind wir hier rein. Oh, und da ist mir Morrowind abgestürzt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Zumal ich es das letzte Mal, wo ich gespeichert habe, ein bisschen weiter weg ist. Naja, gut.
Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit, wünsche eine tolle Zeit, cheerio mit O und man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder.